Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir bei dem Golf weiter, oder bei den Golfs. Aber heute steht nur einer auf der Liste. Und zwar ist es jetzt Plan, den Golf so weit auseinanderzuschneiden, um Vorbereitung zu treffen, wo wir... Wir spoilern nicht. Nein, okay. Wir spoilern nicht. Das machen wir erst Ende des Videos. Soll ja spannend bleiben, stimmt's? Nein, wir wollen jetzt heute diesen Golf auseinanderschneiden. Worum es geht, denke ich, wisst ihr alle, was unser Plan ist. Der Plan wurde ein wenig durcheinander geschmissen, aber Spoiler-Alarm. Bronco? Was tut es? Es lebt. Es lebt. Ja. Schimpf mal. Bronco? Was ist das? Ist das lecker? Kamera lecker. Jo. Hi. Hier. Hey. Sitz. Kommen wir gar nicht mit an. Gut. Bronco guckt aber den Frauen hinterher. Ist auch ein Weibchen. Wie folgt, Stefan möchte jetzt gleich gerne mit einem Winkel. Winkel? Scheiß auf Winkel. Und zwar mit einem Winkel auf den Boden platzieren, dann hochloten und das mit einem Blechstreifen verlängern. Somit, dass wir beide Autos identisch zueinander haben. Ohne, dass das Auto nachher in der Mitte so steht oder so steht. Da wollen wir dann schön wieder eine Ebene erreichen und dann mal schauen, wie es klappt. Das ist auch so, Bronco, stehst du immer nur in der Arbeit herum? Soll arbeiten, Leute. Wo pullerst du jetzt hin? Wenn wir jetzt eine kleine Wasserwaage hätten, hätte ich gesagt, wir machen das hier einfach auf Low und setzen den Winkel gerade drunter. Oh, wir haben eine Wasserwaage. Wo denn? In einem der Schränke. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt mega geil wird, aber ich denke schon. Jetzt musst du den da so dran. Junge, das ist ein bisschen gehampelt hier. Bitte auf die 2 cm achten, ich habe da extra schon einen Strich gemacht. Ich bin da so drauf ungefähr. Ja, ungefähr. Boden auf. Warte, stopp die Flex. Geil mit der rechten linken Hand. Keine Gabe. Hey, wo geht's hin? Ja, das ist nur der Vorderteil nachher auf der Bühne ist. Ach so. Da ist ein grob drunter, ja. Ein bisschen runter. Schön. Ein bisschen gelb, ne? Nur oben gar kein Holm drin. Junge, der fällt hundertprozentig runter, Junge. Der kann gar nicht fallen. Ah, schwebt! Schwebt! Willst du hochfahren? Nein! Der Arsch schwebt schon. Foto! Hab ich doch schon. Oh, Junge! Was eine Erfindung, ey. Yo! So. Warum hast du das gemacht, Stefan? Damit der ich gleich so öd von der Bühne fällt. Salto macht. Du legst warte, ich ahne das. Warte, die Flex! So. Ja. Oh, pass auf, vorne, der kippt gleich um, der. Aber jetzt kannst du auch einflexen eigentlich.
jedes Mal, wo ein Fan ist, kommt der hier. Jo, ab, ne? Ich kann auch gar nicht besser schrauben an der Hinterachse. Aber nur um die Hinterachse sind die Maschinen gemacht. Ja, aber kannst du überhaupt reißen. Rums. Sind nur in dem Bereich, wo geschweißt wird. Reicht schon. Sicherheitsmaßnahmen. Sieht auch gut aus bestimmt jetzt. Ich glaube, das Auto wird nachher lustig. Dann wird einfach nur der hässliche Blech einfach drunter gelegt, dann kannst du auch irgendwie mit Casala durchschweißen. Stimmt. Drunter, ne? Ja, also hier drunter und dann kannst und dann So, an dieser Stelle machen wir mit diesem Video ein Ende und diesem Projekt auch gleichzeitig mit, weil die Fortsetzung wird von jemand anders gedreht. Und zwar, wenn ihr jetzt dieses Video seht, heute, dann ist das Kamerateam von Grip da, und zwar RTL 2 hat angefragt und da haben wir uns definitiv dazu entschlossen mit allem Mann, dass wir definitiv dieses Projekt dann über Grip zu Ende machen wollen. Aber da werdet ihr natürlich selbstverständlich auf jeden Fall informiert, wann dieses im Fernsehen sonntags, nachmittags läuft und wir werden schauen, wie es wird. Wir wissen selber noch nicht haargenau, wer wo was moderatorentechnisch kommt, ob überhaupt einer kommt, ob wir ganz auf uns selbst gestellt sind. Ihr werdet sehen im Video, im Fernsehen und dann denke ich, wenn euch bis jetzt dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Da werden wir dann auch den Termin nochmal posten, wann es jetzt genau im Fernsehen läuft und dann sehen wir uns.